Ein herzliches Hallo und ein frohes neues Jahr wünscht der Podcast Talking Basketball in Persona Olli D. und Stefan Koch. Hallo Stefan, grüße dich. Hallo Olli, von mir auch allen lieben Hörerinnen und Hörer ein gutes, frohes, gesundes, friedvolles 2023. Sehr schön, da kann ja nichts mehr passieren. Ich glaube, du bist nicht so einer. Ich frage jetzt nicht nach Vorsätzen, oder? Nee, nee, also du kannst gerne nach Vorsätzen fragen, aber also ich finde, es muss kein Jahreswechsel her, um sich einen Vorsatz ins Buch zu schreiben. Und deswegen, wenn ich mir Vorsätze nehme, dann sind die unabhängig vom Jahreswechsel. Bleib doch einfach, wie du bist. Was willst du damit sagen? Perfektion ist nicht zu toppen, oder was? Nein, wir hören besser auf, bevor wir hier aufs Glatteis uns führen. Ein neues Jahr muss ja auch immer irgendwie auch gut beginnen, um dann gut in das neue Jahr zu kommen. So machen wir das mit diesem Podcast ja auch. Wir haben einen überragenden Gast heute. So glaube ich wenigstens, das ist ein überragender Gast. Ja, also es ist ein überragender Gast. Und das allererste Mal wirklich vor einem Podcast ist mir klar geworden, die Zeit für diesen Podcast reicht nicht aus, um diese Karriere, diese Vita in all ihren Facetten wirklich abzubilden. Also wir sprechen über einen Gast, der, er wird mir es jetzt verzeihen, nicht mehr der Allerjüngste ist, aber einer, der unfassbar viel gesehen und erlebt hat, einer, der ganz, ganz große Erfolge gefeiert hat und einer, der für eine ganze Generation deutscher Basketballtrainer Vorbild war. Und ich glaube, jetzt weiß es eigentlich fast schon jeder, ne? Im Übrigen gab es letztens einen Podcast von der Zeit mit Marius Müller-Westernhagen, der dauerte etwas über 7 Stunden. Vielleicht können wir das ja toppen heute. Nein, wir können, aber nee. Aber ich glaube, wir hätten genug Gesprächsmaterial, um tatsächlich 7 Stunden zu füllen, da bin ich sicher. Mit diesem Gast, ja. Wer es noch nicht weiß, wer es ist, dem helfen wir jetzt auf die Sprünge, denn unser Gast verrät uns jetzt seinen zweiten Vornamen. Wenn er denn einen hat. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Ihr überrascht einen immer mit schwierigen Fragen. Mich hat mal irgendjemand Verteidigungsminister genannt, aber weiß nicht, ob das als zweiter Vorname zählt. Sonst wüsste ich eigentlich nicht. Ne? Gut, also der Verteidigungsminister. Wir hatten ja auch schon als zweite Vornamen, kannst du dich erinnern? Wir hatten einmal 7-Eleven als zweiten Vornamen, als Spitzname. Aber müssen wir jetzt auch nicht alles wieder auffassen. Lieber Gast, es weiß zwar im Prinzip schon jeder, wer du bist, aber bitte stell dich vor. Dirk Bauermann, hallo zusammen. Stefan, Oliver, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Freue mich sehr. Und nochmal hallo an die lieben Hörer. Wir freuen uns sehr. Dirk, wann warst du zum letzten Mal in Oberhausen? In Oberhausen war ich zum letzten Mal, ich würde sagen, vor einem halben Jahr. Wenn man älter wird, ihr könnt da noch nicht wirklich mitreden, aber wenn man, wie ich bin ja irgendwie schöner, aber dann auch traurigerweise im Dezember 65 geworden, was sich ganz grauslich anhört, dann entwickelt man eine Sentimentalität so alten Erfahrungen und dem Elternhaus und solchen Dingen gegenüber. Und deshalb dachte ich mir, ich fahre jetzt einmal nach Oberhausen und schaue mir das Haus meiner Großeltern mütterlicherseits an. Glockenstraße in Oberhausen. Und da bin ich vorbeigefahren, aber sonst komme ich da eigentlich nicht mehr rum, wie man so schön auf ruhrpottlerisch sagt. Da komme ich nicht mehr hin. Nein. Genau, man sagt auch so schön, von wo kommst du weg? Und du kommst weg. Wo kommst du weg, ne? Genau, ja, von sicher. Wo kommst du weg? Aus Oberhausen. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sag mal, in Oberhausen geboren. Ich habe das Pech, ich bin Westfale. Das ist nicht das Pech, sondern das Glück. Mein Geburtshaus gibt es leider nicht mehr. Da stand ich auch mal vor, das haben sie abgerissen. Also so ein Geburtshaus, wo ich dann eventuell so meine Plakette dran machen könnte. Hier wurde der berühmte Podcaster geboren. Schade. Aber dein Geburtshaus gibt es noch? Also geboren wurde ich ja da sozusagen um die Ecke in einem Krankenhaus. Ecke. Aber das Haus meiner Großeltern steht noch. Da gab es, also mein Großvater hatte Tauben, also diese Brieftauben, eine Brieftaubenzucht.
was ja auch typisch für den Ruhrpott ist. Ja. Und wir hatten immer Kaninchen. Und ich hatte zwei, weiß nicht mehr, wie die hießen. Und plötzlich fehlte einer, und zwar kurz vor Weihnachten. Und als es dann als Weihnachtsbraten Kaninchen gab, da, glaube ich, hat mich eine Panikattacke erwischt. Und das fand ich ganz furchtbar traurig. Und seitdem esse ich auf keinen Fall mehr irgendwelche Kaninchen oder so. Also das waren so meine schönsten Ruhrpott-Erfahrungen. Meine Großeltern väterlicherseits haben in Mülheim gewohnt, Mülheim an der Ruhr. Und mein Opa war, das gibt es heute gar nicht mehr, Eisenklopfer. Die sind aus dem Hunsrück ausgewandert, waren Bauern, sind ausgewandert ins Ruhrgebiet. Und da hat er erst auf einer Zeche und dann bei Thyssen in der Stahlproduktion gearbeitet. Also eine richtige Malocher-Familie, aus der ich komme. Jetzt hat dein Opa mit Brieftauben dann auch so Wettbewerbe mitgemacht? Das kennt man sonst, wie gesagt, gar nicht, aber aus dem Ruhrgebiet. Die wurden da irgendwie losgelassen. Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß nur, der hatte ganz furchtbar viele Tauben. Und das hat meiner Oma überhaupt nicht gefallen. Mir hat die Geschichte mit den Kaninchen nicht gefallen, aber alles in allem war das eine tolle Jugend, sowohl im Ruhrgebiet als auch dann später am Niederrhein, also in Krefeld, wo ich ja jetzt auch wieder wohne. Du sprichst aber noch diesen Slang, oder? Diesen Ruhrpott-Slang, wenn du willst, kannst du das, ne? Mit, ich sag mal, ja, mit Dat und Watt und so, ja. So. Aber so richtig dann auch nicht. Aber wenn ich mich bemühe, dann glaube ich, hört man, dass das Ruhrpott-Slang sein soll. Ja. Okay. Jetzt hast du gesagt, Rechtmeier, Jürgen von Manger. Stefan reicht es jetzt, ne? Mit dem. Ja, genau, ich glaube, aber ich frage nochmal, kennst du nur Jürgen von Manger, Rudi, den Techtmeier? Natürlich kenne ich Jürgen von Manger. Ihr kennt ihn, aber Stefan, kennst du ihn noch? Jürgen von Manger? Natürlich kenne ich ihn. Techtmeiers Reisen. Stimmt. Weltklasse. Ja, Weltklasse. Ja. Haken wir das ab. Genau. Dirk, du hast gesagt, du kommst aus einer Malocher-Familie. Dein Vater hat einen Betrieb gehabt, Heizung und Sanitär. Du hast da auch immer so ein bisschen mitgeholfen. War es für dich zu irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens eine Option, das auch zu machen? Nie wirklich. Also ich habe immer in den Ferien in der Firma meines Vaters gearbeitet, habe da Heizkörper geschleppt. Das waren damals Gusseiserne, die waren richtig schwer, und die Mitarbeiter, die Monteure meines Vaters haben mir das Leben dann natürlich besonders schwer gemacht. Und ich musste dann diese schweren Heizkörper so immer in den obersten Stock tragen und im Winter die ja auch eiskalten, also bei Frosttemperaturen eiskalten, da sind dir die Hände an den Rohren kleben geblieben, diese Rohre dann hochschleppen und so. Aber ich glaube, dass das hat mir nur gut getan. Ich weiß, nach diesem ersten Arbeitstag bin ich gleich um 5 Uhr tot ins Bett gefallen. Und ich glaube, wir haben ja alle ein sehr privilegiertes Leben und müssen uns nicht mit wirklich der harten Arbeit unserer Hände oder unserer Körper unser Geld verdienen. Und was all die Leute leisten, die Häuser bauen, die solche Dinge tun, das wird einem erst klar, wenn man es selber einmal gemacht hat. Und insofern war das, glaube ich, eine sehr hilfreiche Erfahrung. Ja, das hat mir, glaube ich, geholfen und nie geschadet. Wie hast du denn in diesem Umfeld dann den Basketball und deine Liebe zu diesem Sport entdeckt? Ja, ich habe wie wir alle, wie du und Oliver, du auch sicher Fußball gespielt. Am Anfang beim KTSV Preußen Krefeld. Und dann hat mich, wie das ja damals fast immer der Fall war, ein Sportlehrer, der gleichzeitig Basketballtrainer war, der hat da irgendein Talent gesehen offenbar und hat mich gefragt, ob ich nicht Basketball im Verein spielen wollte, und habe das versucht, und es hat mir unfassbar gut gefallen, und das war so der erste Schritt. Und du bist ja dann bald auch die nächsten Schritte gegangen. Du bist dann das erste Mal in die USA, nach Fresno.
Was stand da im Vordergrund für dich? Dein Lehramtsstudium oder Basketball? Also das Lehramtsstudium war eigentlich immer Krücke für mich. Ich erinnere mich, mein erstes Ziel war, bei Bayer Leverkusen, damals TuS 04, in der ersten Liga zu spielen. Aber dafür war ich bei weitem nicht gut genug und habe dann immer, was heute Pro B ist, gespielt, also dritte Liga. Und dann war irgendwie mein Ziel, weil ich auch angefangen habe, eine Jugendmannschaft noch zu der Zeit zu trainieren, in der ich noch selber gespielt und studiert habe, Trainer in der Bundesliga zu werden, so mit 29 oder so, 30. Aber vorher war natürlich die Leidenschaft für das Spiel sehr groß. Und ich dachte damals, dass meine einzige Chance, also noch höherklassiger spielen zu können, darin bestünde, in die USA zu gehen und da zu versuchen, als Walk-on, also als jemand, der kein Stipendium hat, aber trotzdem mittrainieren darf, unterzukommen. Und damals gab es ja kein Internet und gar nichts, aber es gab, Stefan, da musst du mir jetzt helfen, Smith und irgendwas, so ein... Street and Smith. Ja, genau, Street and Smith, ein Magazin über, genau, über die NCAA. Und das habe ich mir gekauft am Bahnhof in Düsseldorf und habe geschaut, weil ich dachte, ich wäre jemand, der gut verteidigen kann und der darüber vielleicht eine Chance hätte. Da war ich so 24 oder so, glaube ich. Und habe mir deshalb Fresno State ausgesucht, weil die damals zu den Top-Teams in der NCAA defensiv gehörten, was sehr relativ war. Natürlich, es gab da keine Shot Clock und die haben das Tempo unfassbar verlangsamt und deshalb wenig Punkte bekommen. Aber trotzdem hat die Uni schon auch einen großen Wert auf die Verteidigung gelegt. Und so dachte ich, wenn du irgendwo eine Chance hast, dann da. Das Geld habe ich bekommen. Erstens, ich habe es mir verdient. Meine Eltern haben geholfen. Und ich hatte ein Stipendium der Rotarier, die eigentlich immer sonst nur Juristen und Betriebswirtschaftler und so in die USA geschickt haben. Aber in dem Falle einmal jemandem, der Sportwissenschaften studiert hat, diese Chance gegeben. Und so konnte ich dahin. Und mein großes Glück. Ne? Und ich glaube, wenn man sich Dinge zutraut und wenn man Dinge wagt, dann öffnen sich Türen, von denen man überhaupt nicht geglaubt hat, dass sie sich öffnen würden. Und als ich dort in den USA war und angekommen bin, ins Basketballbüro gegangen bin und gesagt habe, ich bin aus Deutschland und ich würde gerne bei euch mittrainieren als Walk-on, dann haben die gedacht, was raucht jetzt der, was ist mit dem los? Und waren da ganz abweisend, natürlich. Aber in einem der Trainerräume saß Ron Adams, der im Jahr vorher in Belgien bei Sun-Air Ostende den Pokal gewonnen hatte und der also eine Affinität, was ja damals sehr ungewöhnlich war, heute ganz anders ist, für europäischen Basketball und für Europäer überhaupt hatte. Und er hat mich in sein Büro geholt und war extrem freundlich und hilfsbereit und hat mir dann eben erlaubt, beim Training unten mitzuhelfen, den Teammanagern beim Wasser einschenken zu helfen, dann auch so als Trainingsdummy bei Verteidigungs- oder Angriffsübungen einfach mal mit aufs Feld zu gehen, wenn da welche gebraucht wurden, die passen sollten oder die verteidigen sollten oder so, dann durfte ich mit aufs Feld. Und das war einfach eine großartige Erfahrung. Und bin dann ja zurück nach Deutschland und dann hauptamtlicher Jugendtrainer beim TSV Bayer Leverkusen ein Jahr geworden. Siehst du, das ist schon so lange her, dass ich das gar nicht mehr zusammenkriege. Habe dann mein Studium beendet, so rum ist das richtig, habe mein Studium beendet und Ron Adams wurde dann Cheftrainer bei Fresno State. Und ein anderer Mentor, der für meine Karriere unendlich wichtig war Ed Gregory, der
damals bei den Cleveland Cavaliers ein Assistenztrainer war. Und bei dem ich ein Seminar gewählt hatte in meiner Studienzeit dort, das hieß Coaching Basketball. Und auch der ist ein guter Freund geworden. Und der hat dann zusammen mit Ron sozusagen diesen Plan ausgeheckt, mich als Assistenztrainer dann in 86, 87, 87, 88 in die USA zurückzuholen. Und das habe ich ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen getan, weil das Trainersein mir so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und da war ich ungefähr 30 dann. Der Basketball mich so fasziniert hat. Und insofern war das ein großes Glück, und habe dann da 2 Jahre ja als Grad Assistant und dann im zweiten Jahr als sogenannter Part-Time Assistant, aber man muss da voll 16 Stunden am Tag, 7 Stunden die Wochen arbeiten und habe da unglaublich viel mitgenommen und eben auch so das Netzwerk erweitert. Und Ron Adams, der dann viele Jahre lang in der NBA bei den Chicago Bulls und dann bei Golden State und so als Trainer war und jetzt auch noch ist, von ihm ganz viel gelernt, von Ed ganz viel gelernt und darüber auch immer wieder die Möglichkeit gehabt, so NBA-Basketball aus erster Hand kennenzulernen und so. Also nochmal für mich, wenn man sich Dinge traut und sich aus seiner Komfortzone herausbewegt und vielleicht auch Dinge tut, zu denen andere vielleicht nicht den notwendigen Mut haben, dann öffnen sich Türen und es passieren Dinge im Leben, die man so nicht erwartet hätte. Und das ist dann, Stefan, am Ende auch etwas, was man jungen Leuten nur raten kann. Und für mich war es einfach eine tolle Sache. Und ohne die beiden, ne? Man braucht ja auch immer Menschen, die an einen glauben und die einem helfen, wäre so diese Karriere als, sagen wir mal, mittelmäßiger Basketballer, der nie in der ersten Liga gespielt hat oder Nationalspieler war, nie möglich gewesen. Du warst ja eigentlich safe. Du hast ja studiert, du wolltest Lehrer werden, soweit ich es weiß, Sport und Englisch. Ein Referendariat stand aus, aber eigentlich sicheres Ding, Lehrerbeamtentum. War das für dich dann gar keine Option mehr, weil du dich so dieses Trainerdasein Basketball faszinierte? Ja, nein, das war eigentlich keine Option. Also für mich war klar, ich will das versuchen und ich will diese Chance nutzen und werde diese Chance nutzen. Und nochmal, ich glaube, man braucht im Leben, oder ich sage es andersrum, wenn man sie hat, muss man sehr dankbar dafür sein. Menschen, die an einen glauben und die einem Chancen geben. Und das war in den USA so und das war mit Otto Reinches, der damals Manager bei Bayer Leverkusen war, ganz genauso. Er hat mir die Chance gegeben, bei Bayer Leverkusen hauptamtlicher Jugendtrainer zu sein, 1 oder 2 Jahre lang, ich weiß das nicht mehr so genau. Und er hat mich, als ich dann aus den USA wiederkam, nach einem Jahr als Assistenztrainer von Jim Kelly dann in die Verantwortung als Cheftrainer genommen mit, ich glaube, 31 oder 32, was schon damals sehr ungewöhnlich war. Damals gab es sicher noch viel mehr deutsche Trainer in der Bundesliga, als es sie heute gibt. Aber einem Nobody mit 31 Jahren diese Verantwortung zu geben, war unfassbar mutig. Und deshalb bin ich ihm da wahnsinnig dankbar für diese. Aber am Ende muss man sie dann eben auch nutzen, die Chancen, die einem geboten werden. Und das habe ich mit allem, was ich damals hatte, versucht. Und Gott sei Dank hat es einigermaßen funktioniert. Du hast selbst gesagt, du warst sehr jung, als du Head Coach geworden bist in Leverkusen, 31. Mit der Erfahrung von heute, was würde der erfahrene Dirk Bauermann heute anders machen in seiner ersten Cheftrainerrolle, als es der junge Dirk Bauermann gemacht hat? Wahrscheinlich natürlich ganz viel, keine Frage. Aber am Ende ist man dann eben auch in einer solchen Situation immer der, der man ist. Und diese Rückschau liegt mir da nicht so. Ich glaube, dass der Erfolg, den wir hatten und an dem ich sicher auch einen kleinen Anteil hatte,
schon auch damit zu tun hatte, dass ich so unerfahren und jung war. Was ich glaube hatte, war eine unfassbare Menge von Energie, auch großem Ehrgeiz. Das wird mir auch manchmal vorgeworfen, aber so ohne fast eine Besessenheit erfolgreich zu sein und ohne einen großen Ehrgeiz kann man, glaube ich, große Ziele kaum erreichen. Und eine Unbefangenheit, eine große Energie, eine große Leidenschaft für das Spiel und der unbedingte Wille zu gewinnen. Ich glaube, die Dinge, die konnte ich ganz gut übertragen. Insofern das ganze Wissen, ne, und die Erfahrung, was auch so Führung von Athleten und Umgang mit Medien und Managern und so weiter, was man da so alles über die Jahre lernt, das ist immer hilfreich, keine Frage. Aber trotzdem glaube ich, dass gerade die Dinge, die ich nicht hatte, mir geholfen haben, mit dieser tollen Mannschaft und diesen tollen Spielern, unfassbar tollen Spielern, denn am Ende gewinnen immer die Jungs, die auf dem Feld stehen, diese Ziele erreicht haben zu können. Sicher hätte mir damals ein bisschen mehr Gelassenheit gut getan. Sicher hätte mir damals auch ein bisschen mehr emotionale Kontrolle gut getan. Aber am Ende war das immer alles authentisch und nie gespielt. Und ich glaube, das haben die Jungs gemerkt und die haben mir das abgenommen und sind deshalb da mit mir auch durch dick und dünn gegangen. Du warst Serienmeister in Leverkusen, 7 Titel in Folge, insgesamt 9 Jahre da. Dann hast du in Bamberg noch 2 Meisterschaften gewonnen, warst dort insgesamt 7 Jahre. Das sind sehr lange Zeiträume für einen Coach. Wie kriegt man das in einer Organisation hin, ohne dass größere Reibungsverluste entstehen? Also erstmal, glaube ich, ist es für einen Trainer ein großes Privileg, wenn er so lange bei einem Verein sein kann. Und was ich vermisse, gerade heute, und das soll sich überhaupt nicht anhören, so wie früher war alles besser, das ist albern, aber ist, einen langen Atem zu haben, Trainern den Rücken zu stärken, und zwar vorbehaltlos und nicht nach der ersten Niederlagenserie nervös zu werden oder den sogenannten der Dynamik des Geschäftes zu folgen. Also es wird einmal ein Ziel nicht erreicht und der Trainer muss gehen und so. Das finde ich ganz grauslig und falsch, weil nach meiner Erfahrung nachhaltiger und langfristiger Erfolg nur möglich ist, wenn es eine große Kontinuität bei den handelnden Personen gibt. Und das bedeutet eben Manager, aber es bedeutet auch Cheftrainer und wie sagt man, Leistungsträger. Ich glaube, es braucht Zeit und es braucht ein großes Vertrauen, das sich entwickelt. Es braucht ein, was wir im Sport ja dann blindes Verständnis nennen. Und diese Dinge brauchen Zeit, dafür gibt es keine Abkürzungen. Insofern war ich da sehr privilegiert, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Also Otto Reinich ist in Leverkusen, Wolfgang Haider in Bamberg und beim DBB, da war ich ja auch 7 Jahre. 2004 war mein erster Sommer und 2011 mein letzter. Also da Wolle Brennscheid und Ingo Weiß und so. Also Leute und Menschen zu haben, die einem vertrauen und die nicht sofort nervös werden, die ein Rückgrat haben und die Verantwortung nicht immer gleich auf den Trainer abwälzen. Das ist ein großes Glück, das hat nicht jeder und ich hatte das dreimal. Ich glaube, was es braucht, ist, es braucht eine Sensibilität im Umgang und es braucht eine komplette Fokussierung auf den Erfolg oder die gemeinsamen Ziele, anstatt darüber nachzudenken, wer mehr in der Zeitung vorkommt oder wer bei einem Erfolg vielleicht wem bei einem Erfolg der größere Anteil an diesem Erfolg zugesprochen wird. Also es gilt immer Team über selbst. Und wenn man das beherzigt und in seinem Handeln
sich ausschließlich auf den kollektiven Erfolg konzentriert und nicht auf die ganzen Nebenkriegsschauplätze, das, glaube ich, ist ein guter Weg. Du hast gesagt, nicht nervös werden, langen Atem haben. Sind Sie in München bei den Bayern nervös geworden, als es da zu dieser doch sehr überraschenden Trennung kam? Naja, also zum nervös werden gab es überhaupt keinen Grund, weil die Saison nicht mal angefangen hatte. Wir sind souverän aufgestiegen. Da waren 18.000 Menschen in der Olympiahalle, als wir gegen Würzburg gespielt haben. Und ich glaube, haben gar kein Spiel oder ein Spiel verloren in dieser Saison. Und haben dann eine sehr gute, aus meiner Sicht, oder zumindest gute Saison in dem ersten Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit gespielt und sind ja dann gegen die von dir gecoachten, mein lieber Stefan, Quakenbrücker oder Artland Dragons ausgeschieden. Knappe Serie. Aber für das erste Jahr der Zugehörigkeit war das alles in Ordnung. Die Halle war fast immer voll und es gab eine große Begeisterung für den Basketball in der Stadt und auch durchaus im Verein. Manchmal, und ich meine, du hast selber sehr lange im Profisport gearbeitet, gibt es einfach personelle Konstellationen in der Führung, die überhaupt nicht zueinander passen. Und vielleicht gibt es auch unterschiedliche Agenten. Und am Ende war das dann auch der Grund für meine Entlassung. Dass dann eine solche Entlassung auch natürlich öffentlich kommuniziert und erklärt werden muss. Da wurden mir Dinge vorgeworfen, wie die Mannschaft sei taktisch nicht genügend gut vorbereitet. Ich weiß gar nicht mehr im Detail. Ich glaube, das gehört dann einfach dazu. Und solche Entscheidungen müssen ja kommuniziert und erklärt werden. Und dass man dann im Zweifel als der betroffene Trainer ganz anderer Meinung ist, ich glaube, das ist klar. Es gibt da kein böses Blut mehr und es ist auch ja deutlich mehr als 10 Jahre her. Mich hat das damals sehr getroffen, das muss ich schon sagen, weil der Profisport ist ein hartes Geschäft, aber eine solche Kündigung, die ja, wie du gesagt hast, extrem ungewöhnlich war, und wo dann auch so ein bisschen ja durchaus nicht nur ein bisschen meine Reputation gelitten hat, das war schon schmerzhaft, keine Frage. Aber ich bin da keinem mehr böse, das ist Schnee von gestern. Wichtiger ist, glaube ich, dass man, wenn man solchen Situationen ausgesetzt ist, dass man so sein Rückgrat behält und eine innere Stärke behält und nicht den Glauben an die eigene Fähigkeit, Mannschaften zu führen und erfolgreich Trainer zu sein, verliert. Und das, glaube ich, ist mir nicht passiert. Man muss ein bisschen in solchen Situationen sicher dann auch den kritischen Blick in den Spiegel wagen. Andere immer belügen, ihnen etwas vormachen. Sich selber kann man in Wahrheit nie etwas vormachen. Und insofern habe ich sicher aus dieser Situation viel gelernt. Ich glaube, was ich falsch gemacht habe, war, dass ich diese Entscheidung nie kommentiert habe. Ich war einfach der Meinung, dass es stilvoller und besser sei, nicht in ein so Ping-Pong-Spiel der gegenseitigen Beschuldigungen zu gehen und Schuldzuweisungen, sondern dass es besser sei, einfach abzuwarten und stillzuhalten und dem Ganzen mit vielleicht auch einem Element von Souveränität begegnet. Heute würde ich sagen, das war nicht richtig. Ich glaube, ich hätte mich auch öffentlich klar wehren müssen. Aber gut. Da muss ich nachhaken. Warum glaubst du, dass jetzt das heute besser ist? Weil das, was du eben gesagt hast, das klingt ja eigentlich wirklich, du kannst in den Spiegel gucken. Ich finde das gut, dass man eben nicht auf diesen Bock springt und muss Ping-Pong spielen. Ich muss mich jetzt verteidigen. Nein,
lass sie doch reden, ich halte meinen Mund, ist doch eigentlich auch eine gute Charaktereigenschaft, finde ich. Ja, schwierige Situation, einfach nicht. Irgendwie glaube ich, dass ich mich schon auch deutlicher hätte positionieren müssen, aber vielleicht war es wirklich der bessere Weg, stillzuhalten. Und es ist auch alles gut. Ich bin da niemandem, ich sag's nochmal, bin da niemandem böse. Und das war eine großartige Zeit bei den Bayern, diese gut 2 Jahre. Habe da großartige Menschen kennengelernt, auch nochmal viel über Profisport gelernt. Also Profisport in einem so großen Verein. Ne? Das ist eben etwas grundsätzlich anderes. Ob man in Bamberg beispielsweise Trainer ist oder beim FC Bayern, also bei einem Weltverein. Und nichts gegen Bamberg. Ich liebe Bamberg und das war großartig alles. Aber es ist trotzdem etwas anderes. Und insofern, ja, vielleicht war es richtig, so gemacht zu haben. Es ist eh Schnee von gestern und ich bin ganz froh, dass ich damals dieses Angebot von Uli Hoeneß angenommen habe, den Basketball beim FC Bayern in die erste Liga zu bringen. Und wir haben ja auch Europacup gespielt, dann gleich im ersten Jahr der BBL-Zugehörigkeit. Das war eine großartige Lernerfahrung auf ganz kurzer Strecke. Und möchte das überhaupt nicht missen. Also alles gut und überhaupt kein, hab's gerade schon mal gesagt, überhaupt kein böses Blut. Du hast in insgesamt 11 Ländern als Basketballcoach gearbeitet, Dirk. Und da müssen wir jetzt mal die ein oder andere Anekdote auspacken. Wir gehen jetzt erstmal nach Wolgograd, wo du ja einen Menschen hattest, der ganz viel Geld hatte, der das Geld auch in diese Mannschaft gesteckt hat, aber der auch gerne mal aufs Feld gegangen wäre. Und zwar nicht nur, um einen Block zu stellen, sondern um über den Block drüber zu kommen und die Wurst zu schroten. Erzähl doch mal, wie das war, wie du damit umgegangen bist. Es ist ja echt eine schon außergewöhnliche Geschichte. Ja, also ich habe mich entschieden, das Programm, die Offerte von Wolgograd anzunehmen, weil erstens fand ich die VTB als Liga mit den starken russischen Vereinen, dem polnischen Meister, dem tschechischen Meister super interessant, sportlich, und wir haben auch Europacup gespielt, also nicht FIBA, sondern den, was gar nicht, wie er jetzt richtig heißt, also den unter der Euroleague angeordneten heißt jetzt Eurocup, ja. Und also da haben wir gespielt und fand das einfach sportlich extrem, extrem interessant. Aber es ist so, wie du sagst, ne, der Besitzer war ein junger Mann, 35 Jahre alt, steinreich und ein Basketballfanatiker. Also unfassbare Energie, hat jeden Tag bis 9, 10 Uhr abends gearbeitet und dann hat dann einen der Assistenztrainer angerufen und sie in die Halle zitiert und hat dann noch 100 Würfe genommen und hat mich quasi das ganze Jahr über zwingen wollen, einmal spielen zu dürfen. Und dann hatte er sich so Spiele wie ZSK Moskau und so weiter, Khimki in Europa, ich glaube, das war vor allem Rom, aber auch egal. Also die hatte er sich angekreuzt und das 3-mal und wollte unbedingt spielen. Und ich habe es ihm halt jedes Mal ausgeredet, uns nicht zugelassen. War dann auch das ein oder andere Mal beleidigt, aber okay. Aber im letzten Spiel der Saison, das war in Khimki, da habe ich dann gesagt, es war eh klar, dass ich da nicht hin zurückgehen würde. Und dann habe ich gesagt, Dima, heute oder übermorgen darfst du spielen. No problem, I know all plays. Und mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber du wirst dich erinnern, ein spanischer Nationalspieler, er war jetzt bei der EM nicht dabei, Dreier, Vierer, und wie gesagt, er hat damals bei Khimki gespielt. Victor Claver?
Klavier, bravo. Und er hat dann gegen Klavier gespielt. Und ich habe mich vorher bei Viktor entschuldigt und habe gesagt, pass auf, sei ja keinem böse, aber wir erfüllen diesen Menschen einen Lebenstraum. Und er hat das dann auch souverän ertragen. Und der Typ hat sich auf die Bälle geschmissen, ne? Also Millionär, hat sich auf die Bälle geschmissen. Und ich dachte, das darf doch alles. Aber es war das letzte Spiel und es war auch irgendwie lustig. Und es war dann auch okay. Aber der Typ war schon hart. Auch weil er ja, also sagen wir, in seinem Entscheidungsverhalten das ein oder andere Mal durchaus von alkoholisierten Zuständen geleitet war. Und wir haben ein Spiel verloren in Weißrussland. Und er war also total angefressen und er kam dann auf mein Zimmer, klopft nachts um 2 und ich muss dich entlassen. Ich kann jetzt den russischen Akzent und da war auch ein Wort dabei, das man in einem Podcast nicht hören will. Und okay, ich habe ihm gesagt, gut, du musst tun, was du willst. Ich habe dir alles gegeben, wenn es nicht mehr passt, dann gehe ich nach Hause, kein Problem. Du hörst von meinem Agenten. Und am nächsten Morgen gehe ich dann in den Frühstückssaal, da kommt er, umarmt mich, Coach, good morning, blablabla. Der hatte alles vergessen. Insofern war ich dann auch so klug, diese Entlassung gar nicht mehr zu erwähnen. Und es ging dann einfach ganz munter bis zum Saisonende weiter und er wollte mich dann nochmal nach ins alte Stalingrad, also nach Wolgograd holen, aber da wollte ich dann nicht mehr hin, aber wir sind nach wie vor befreundet und er geht zu jedem Final Four und ist ein Basketballfanatiker und bei allen Schwierigkeiten, die man mit solchen Präsidenten hat, so muss man einfach respektieren, wie sehr sie unser Spiel lieben und begeistert davon sind und alles okay. Du hast ihm einen Traum erfüllt. Wie hat er denn seine Dankbarkeit dir gegenüber gezeigt? Er hat endlich den Bonus fürs Erreichen der letzten 16 im Europacup gezahlt. 2 Monate später, aber immerhin. Andere Anekdote, China. Du hast mir mal erzählt, auch da warst du mit einem Funktionär deines Clubs im Gespräch und dass der dir auf eine sehr landestypische Weise signalisiert hat, dass dieses Gespräch aus seiner Sicht nicht mehr fortzuführen war. Ja, es ging... Es ging um einen jungen Spieler, der bei der Profimannschaft, also bei mir, mittrainiert hat und da ein wirklich großes Talent hatte. Die, nenn das mal die A-Jugend oder U23 oder so des Vereines, hat aber dann bei einem Turnier in Taiwan mitgespielt. Und für den Präsidenten war wichtig, möglichst viele Pokale in seinem Büro zu haben. Und um einen weiteren Pokal in seinem Büro zu haben, wollte er dieses Turnier gewinnen und dafür brauchte er diesen Spieler. Ich selber habe, das findet da so nicht statt, da gibt es ja immer eine extrem klare Hierarchie und insofern habe ich nie mit dem Präsidenten selber über dieses Thema geredet, sondern immer sozusagen mit seinem Vertreter. Das war der Manager in der Situation natürlich und er saß dann in seinem Büro zusammen mit meinem Dolmetscher und da ging es eben genau um dieses Thema. Es ging hin und her und irgendwann wurde es dann auch ein bisschen lauter und ich habe sozusagen gepocht auf die Verantwortlichkeit des Cheftrainers dafür, wo welcher Spieler eingesetzt wird, weil dieses Turnier sportlich für den Jungen überhaupt keinen Mehrwert hatte. Es war notwendig, dass er diese 2 Wochen bei der Mannschaft bleibt. Und so ging es dann hin und her und hin und her. Und plötzlich nimmt der Manager einfach den Kopf runter, Kinn auf die Brust und schaut auf den Boden. Und ich dachte erst, dem ist schlecht oder so. Und fragte dann mein Dolmetscher, was ist, müssen wir einen Arzt holen? Was ist mit dem? Und er sagte, der nimmt den Kopf runter. Das bedeutet, dass diese Diskussion beendet ist. Und es bedeutet auch, dass die Entscheidung, der Spieler geht nach Taiwan, damit steht und du keine Chance hast, die noch zu ändern.
Und dann habe ich gesagt, gut, das kann ich nicht akzeptieren. Sagt er, dir wird nichts anderes übrig bleiben, der nimmt den Kopf nicht wieder hoch, solange du hier in dem Raum sitzt. Und dann, ja, was machst du dann? Ne? Dann gehst du, dann bin ich mit ihm abgezogen und einen Tag später saß der Spieler dann im Flieger in Richtung Taiwan. Ich wäre einfach mal eine Stunde sitzen geblieben, mal gucken, ob der Kopf irgendwann nach oben gegangen wäre. Ich musste zum Training, das war mir, irgendwann wird es mir dann auch zu dumm und dann denkst du, okay. Wie war denn China für dich überhaupt im Allgemeinen? Du warst ein paar Monate ja da, 9 Monate. Wie war das für dich? Man kriegt ja viel mit, spätestens seit Corona mit China. Das war ja gar nicht so viel Zeit vorher. Wie hast du dich da wohlgefühlt? Was hast du für dich aus China mitgenommen? Ich glaube, dass es einem immer weiterbringt als Trainer, aber auch als Mensch, wenn man sich unterschiedlichen Herausforderungen stellt. Und China ist eine solche ganz andere Form von Herausforderung für einen Trainer, weil man mit Dingen zu tun und zu kämpfen hat, die einem im europäischen Basketball so nie über den Weg laufen. Also es gibt ja zwei Ausländer in einer CBA-Mannschaft, die nur 2 von 4 Vierteln zusammen auf dem Feld stehen dürfen. Das heißt, in 2 von 4 Vierteln darf immer nur einer auf dem Feld stehen. Und im letzten Viertel immer nur einer. Das heißt, man muss da entscheiden, mit welchem der beiden Amerikaner, in aller Regel ist das ein Großer und ein Guard, mit welchem der beiden Amerikaner höre ich Spiele auf. Was ja natürlich bei den Spielern oder beziehungsweise immer dem, bei der betroffen ist, für großen Unmut sorgt. So damit muss man sich auseinandersetzen, was ganz viel an Kommunikation, an Erklärung und so notwendig macht. Und das andere, es gibt einen, gerade bei Mannschaften, die so nicht ganz oben mitspielen und nicht viele chinesische Nationalspieler haben, gibt es ein brutales Leistungsgefälle zwischen den beiden Amerikanern und den 10 oder 12 chinesischen Spielern, die zum Teil Pro A oder Pro B Niveau haben. Wir hatten Jason Thompson beispielsweise auf der Center-Position, der im Jahr vorher mit Fenerbahce Europa-Liga-Sieger geworden ist. Und da kann man sich vorstellen, wenn dann daneben Spieler stehen, die Pro B oder Pro A oder unteres BBL-Niveau haben, das ist ein großes Problem. Und das war so das eine. Und das andere war, dass in China die Vorbereitungssaison unfassbar lang ist, 4 Monate lang. Da sind aber die Amerikaner nicht dabei. Die kommen erst 2 Wochen vor Saisonbeginn. Und insofern trainierst du halt 4 Monate lang mit den chinesischen Spielern, bist immer nur in Sportschulen sozusagen oder eben auf dem eigenen Trainingsgelände, dem club-eigenen Trainingsgelände und trainierst. Und während der Saison spielst du halt fast mehr als in der NBA. Also wenigstens 4 Spiele pro Woche und bist unfassbar viel in diesem Riesenland unterwegs. Also all die Dinge zu managen, das war hochinteressant, nicht immer leicht, aber trotzdem hochinteressant. Und dann natürlich die vollkommen andere Mentalität der Chinesen, die ganz anders kommunizieren als wir, die in extrem hierarchischen Strukturen denken, bei denen es unfassbar schwierig ist, Entscheidungen zu bekommen. Es gibt immer so viele Ebenen von Entscheidungsträgern und Entscheidungsinstanzen. Und bis man Entscheidungen hat, dauert es unfassbar lange. Also einfach eine hochinteressante, aber genauso schwierige Konstellation. Aber eben wahnsinnig spannend und in einem Land zu sein, das die älteste Kultur der Welt ist, wahnsinnig spannend zu sehen, wie die innerhalb von wenigen Monaten ganze Städte aus dem Boden stampfen. Wenn man bei uns sieht,
wie lange es braucht, bis auf der A46 irgendwie der Verkehr wieder läuft. Und da hauen die Städte innerhalb von 2 Jahren aus dem Boden. Das ist schon faszinierend. Dieses Land ist besonders und kann einem auch in vielerlei Hinsicht Angst machen, gerade uns Europäern, aber eine wahnsinnig interessante Erfahrung. Du warst Nationaltrainer, Dirk, in Deutschland, in Polen, im Iran, in Tunesien. So, auch da super erfolgreich. Vize-Europameister mit Deutschland, Afrikameister mit Tunesien. Jetzt gehst du zurück zu einem Verband und übernimmst die Jugendarbeit. Du hast ja als hauptamtlicher Jugendtrainer angefangen. Du hast selbst vorhin erwähnt, du bist mittlerweile 65. Schließt sich da so ein Kreis für dich? Ist das möglicherweise dein letzter Trainerjob oder denkst du darüber überhaupt nicht nach? Ja, also wenn ich darf, muss ich natürlich ein bisschen weiter ausholen. Du warst ja auch lange Jahre im Profisport unterwegs und bist es jetzt aber an anderer Stelle natürlich immer noch. Und wenn man ein junger Trainer ist, dann hat der Profisport, dann hat Europa Liga, dann hat die BBL eine unfassbare Strahlkraft und man will Teil dieses Systems sein und man will erfolgreich sein in diesem System. Aber natürlich, wie immer im Leben, hat ein System, eine Struktur nicht nur positive Seiten. Und gerade der Profisport kann ja nicht nur eine sehr kalte Welt sein, sondern auch eine sehr falsche Welt sein. Und nochmal, nachdem ich also 34 Jahre mich in dieser Welt bewegt habe, kommt irgendwann der Punkt, wo du hast, also ich habe jetzt so viel gesehen und also bin ja auch in vielen Situationen, nicht in vielen, aber in einigen Situationen gescheitert. Also ihr habt die Entlassung beim FC Bayern genannt. In Griechenland bin ich entlassen worden. Da kann man dann immer Gründe finden und Kontexte, warum und so. Aber am Ende waren das Entlassungen, die auch geschmerzt haben. Und ich habe sicher da auch meinen Beitrag geleistet oder ein Teil Schuld gehabt für diese Entlassung. Also das war jetzt nicht nur eine immer erfolgreiche Karriere. Aber nochmal, ich glaube, dass wenn man lange genug in einem so harten Geschäft wie dem Profisport unterwegs ist, dass Entlassungen durchaus einfach Teil dieses Prozesses sind. Und die Frage ist dann immer, wie geht man damit um? Genauso wie Mannschaften auch eine Resilienz besitzen müssen, um mit verpassten Zielen oder Niederlagen produktiv umgehen zu können. So gilt das Gleiche für Trainer. Und aber irgendwann schleicht sich dann so mehr und mehr der Gedanke ein, es reicht. Es reicht und ich habe da keine Lust mehr, jeden Tag in der Halle mit Spielern zu stehen, von denen vielleicht nur 4 wirklich alles investieren, von denen wirklich vielleicht nur 3 für die Mannschaft spielen, sich mit der Stadt, dem Programm, ihren Mannschaftskameraden zu 100% identifizieren. Und da musst du halt jeden Tag kämpfen. Ne? Du weißt das. Du musst jeden Tag kämpfen. Und irgendwann denkst du so, es reicht jetzt. Also ich muss das nicht mehr haben. Ich bin dieser Meisterschaft mit Tunesien, Afrikaner Afro-Basket zu gewinnen, war eine unfassbar schöne Erfahrung und das war ganz großartig. Und da dachte ich schon, irgendwie, das ist ein toller Abschluss, du bist 64, das reicht jetzt. Und es kam auch der Gedanke, es ist Zeit, etwas zurückzugeben, weil ich durch diesen Sport natürlich unfassbar viel gesehen und erfahren habe, großartige Momente hatte, auch sicher schwierige Momente, aber einfach also genug für 3 Leben eigentlich. Und dachte aber dann,
Also nochmal zu einer WM mit den Tunesiern wäre doch schön. Ne? Und wenn es dann gut läuft, vielleicht auch nochmal zu Olympia, weil sich ja auch so ein bestimmtes Kontingent von afrikanischen Mannschaften dann für Olympia qualifiziert auch. Und habe mir das irgendwie schön geredet. Nicht schön geredet, aber nochmal auch die Energie versucht zu finden. Es würde jetzt zu weit führen, weshalb das mit meinen Tunesiern schwierig war. Ich will nur sagen, dass es eine Generation war, die schon sehr alt war. Wir haben es dann nochmal geschafft, die auch mit Michael Roll, der ein toller Spieler ist, toller Europa-Liga-Spieler, haben es dann nochmal geschafft, Afrikameister zu werden. Aber diese Generation, das war es dann auch für die, aber der Präsident hat nicht erlaubt, dass die zurücktreten und so. Also ein schwieriges Thema. Und dann kam eine Erkrankung in der Familie dazu. Deshalb war dann für mich klar, ich höre da auf, ich gehe wieder nach Deutschland zurück. Und dann die Frage so, und was machst du jetzt? Ne? Also wartest du darauf, dass jetzt vielleicht dann doch noch einmal ein BBL-Verein anruft? Und dachte dann, das kann nicht dein Weg sein. Dein Weg muss sein, etwas von den vielen Erfahrungen und sicher auch von dem Wissen, das du angehäuft hast, zurückzugeben an den deutschen Basketball. Und das, glaube ich, geht am allerbesten, wenn man es für die ganz Jungen tut. Und insofern hast du recht, da schließt sich ein Kreis. Ich glaube, man muss dann auch akzeptieren, an welchen Stellen so eines Lebensweges oder einer Karriere man angelangt ist. Und deshalb bin ich dann mit Ingo Weiß und mit Armin Andres und Wolle Brennscheid so in einen Dialog eingetreten. Ich bin froh, dass sie mir zutrauen, mit 65 auch den Zugang zu den jungen Leuten zu finden, den man ja braucht als Trainer, damit sie für die Sache und vielleicht auch für einen selber durch die Wand gehen und sich entwickeln und zur bestmöglichen Version von sich selber werden. Und freue mich also wirklich sehr auf diese Aufgabe. War ja auch jetzt in Heidelberg schon bei der U16 Sichtung einer Mannschaft, die ich auch selber, also persönlich trainieren werde. Da bin ich auf dem Feld und die werde ich auch coachen bei der EM. Und jetzt hier bei der U15, das ist ein sogenanntes Leistungscamp, da wird nicht nominiert. Das ist nur dazu da, die jungen Spieler besser auszubilden, ihnen eine zusätzliche Motivation zu geben, bevor sie wieder in ihre Vereine zurückgeben und ihnen zu zeigen, dass sie, ohne dabei die Nase hochzunehmen, jetzt auch Teil der Familie deutscher Basketball sind und dass damit eine Verantwortung auch verbunden ist, ein Spaß, aber auch eine Verantwortung. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, große Freude mit den Jungs zusammenzuarbeiten, dass irgendwann dann natürlich auch die Arbeit so an konzeptionellen und strukturellen Dingen eine Rolle spielen wird, ist klar. Aber im Augenblick habe ich einfach großen Spaß daran, mit den jungen Athleten auf dem Feld zu stehen. Ich sehe Dirk Bauermann demnächst in ganz vielen TikTok-Videos und auf Instagram. Ja, das wird bestimmt ganz große Freude machen. Wir wünschen dir für diese Aufgabe natürlich alles, alles Gute. Wo hast du den meisten Respekt vor? Was ist für dich da mit diesen jungen Leuten die größte Herausforderung? Auch Respekt habe ich dafür. Also ich freue mich einfach auf die Aufgabe und glaube, dass ich ihnen auch einfach viel mitgeben kann. Und der Weg zum Profitum ist immer lang und steinig und auch von vielen Rückschlägen begleitet, von Verletzungen möglicherweise, von Nichtnominierung, Trainer, die einen plötzlich nicht spielen lassen und so weiter und so fort. Und ihnen da eine Hilfe sein zu können, jemand, den sie anrufen können, der ihnen vielleicht mit ihrem Spiel hilft, der ihnen mit ihrem Spielverständnis hilft, der ihnen aber vielleicht sogar auch hilft, sich als Spielerpersönlichkeit weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige und tolle Verantwortung. Und das ist gerade für die Jungs und Mädchen heute noch mal viel schwieriger ist, als wir jung waren mit den sozialen Medien und was da alles passiert.
am Mobbing auf diesen sozialen Kanälen und so. Da tut es vielleicht ganz gut, wenn man da einen an seiner Seite hat, der das alles schon erlebt hat und vielleicht das ein oder andere ganz gut einordnen kann. Letzte Frage, war ganz wichtig für mich in meinem Podcast, auch für Stefan, der dann so tut, als wenn es nicht interessiert, aber eigentlich es dann doch nachkocht. Es geht um lokulische Geschichten. Du warst in so, so vielen Ländern. Was war das Aufregendste, was du gegessen hast und was war das Widerlichste, was du auf dem Teller gesehen hast? Du warst im Iran, in China, in Polen, in Litauen, in Russland, du warst überall auf der Welt. Aber irgendwas, wo du sagst, boah, das war total geil, lecker oder boah, das war so eklig. Gibt's da was? Das Geile würde ich dann nachher. Also ich würde euch da gerne, ich würde euch da gerne einen Gefallen tun und jetzt irgendwas erzählen, was jetzt super sexy ist, aber ich bin da, um ehrlich zu sein, bin ich da der komplette Banause. Und als wir in China waren, hatte ich einen amerikanischen Athletiktrainer, Lee Gibson, der jetzt bei P3 in Atlanta arbeitet. Und der Junge hat sich alles gegeben. Also der hat Kaninchenkopf bestellt und hat dann aus dem Kaninchenkopf hat er die Augen rausgelutscht. Und solche Sachen. Also der hat Dinge gegessen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber irgendwie lebt er immer noch, keine Ahnung. Aber mein Ding war das nicht so. Couscous in Tunesien war super lecker. Und in Russland eben immer der Wodka nach jedem Gang, der ist ja auch notwendig, nicht so mein Ding, aber manchmal muss man eben auch da mittrinken. Aber sonst kann ich euch da wirklich nicht viel Lustiges erzählen. Tut mir leid, ich hätte euch da lieber mehr zum Abschluss gegeben, aber da habt ihr den Falschen. Gut, der Gedanke an Kaninchenaugen bringt auch das Thema sehr schnell zu Ende. Und ich bin auch bei Nause, die gute alte Currywurst im Ruhrgebiet. Ja, siehst du. Mit das ja, Gäste, sicher. Ne? Jetzt sag mal, die Currywurst. Mit Pommes-Schranke. Jawohl. Pommes-Schranke, natürlich. Sind wir da wieder. Sehr gut. Aber Stichwort Wodka, da kann ich auch noch ganz kurz was zu sagen. Ich war ja auch mal Trainer in der Ukraine. Ja, ja. Und unser Busfahrer, der hat den Bus gefahren, der hat aber trotzdem vorne in seinem Fach immer eine Flasche Wodka gehabt. Und nach jedem Auswärtsspiel war ich einer der Ersten, die in den Bus kam mit den Verantwortlichen. Die Spieler kamen immer ein bisschen später. Und der konnte nicht viel Deutsch, aber hat immer zu mir gesagt, Koch, eine kleine. Und dann hat er zwei Gläser rausgeholt, hat mir einen eingeschenkt, sich einen eingeschenkt. Wir haben das Ding abgehauen und dann hat er den Bus zurückgeprescht. Großartig. Koch, eine kleine. Koch, eine kleine. Ja. Gut, dass ich nur Smoothies trinke. Ja. Dirk, ganz lieben Dank für diese sehr tiefen und intensiven Einblicke. Wir wünschen dir viel Glück und Gesundheit fürs neue Jahr und natürlich ganz viel Erfolg und Spaß bei deiner spannenden Tätigkeit beim DBB. Ja, vielen Dank. Das wünsche ich euch und euren Hörern auch. Und kommt mal zu einem U-Nationalmannschaftsspiel. Da würden wir uns sehr freuen. Das machen wir. Im Moment Deutschlands bester Basketball Journalist oder Reporter zu einem unserer Spiele kommt, da würden wir uns sehr freuen. Und Oliver, du natürlich immer auch. Und dann gibst du noch schön Pommes Schranke aus für alle. Und dann sind wir alle begeistert. So machen wir das. Wir haben einen Deal. Danke euch. Ich freue mich drauf. Und dann machen wir TikTok-Videos mit deinen ganzen Spielern. Ganz genau. In diesem Sinne. Bis dann. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Vielen Dank für die Zeit. Ciao. Und irgendwann Teil 2. In diesem Sinne, das war der Podcast Talking Basketball mit Dirk Bauermann und Stefan Koch. Alles Gute. Alles Gute.